arbeiten solltet und das war's schon. Um dein Beeline Moto zu verwenden, brauchst du zunächst die Beeline App. Diese holst du dir über das App Store bzw. das Google Play Store. Du gibst ganz einfach Beeline ein, dir wird direkt die App angezeigt und du kannst sie auf dein Smartphone installieren. Wenn die App geladen ist, öffnest du die App und kommst dann auf den Anmeldebildschirm. Du brauchst dein Konto, um Beeline zu verwenden, hast aber mehrere Möglichkeiten, das Konto einzurichten. Ich habe bereits ein Konto, deswegen gehe ich hier unten auf Anmelden. Wenn ich mich angemeldet habe, komme ich direkt zum nächsten Bildschirm, wo ich quasi meinen Gerätetypen auswähle. Da wir mit dem Moto unterwegs sind, wählen wir natürlich Motorradfahren aus. Wir bestätigen das. Jetzt kannst du dich noch für den Newsletter anmelden. Ich sage dazu ja bitte. Und in dem Schritt verbinden wir jetzt unser Beeline Moto mit unserer App. Dazu stellst du zunächst mal sicher, dass dein Beeline Moto geladen ist. Und dann machst du es hier über den Knopf an. Lange draufdrücken. Dein Beeline geht an. Jetzt kannst du hier über Weiter suchen ein Gerät suchen. Jetzt kommt auch schon das Beeline-Moto hoch. Man sieht das im Vergleich, wenn der Bildschirm durchgeht, man vergleicht einfach die Nummer. Die wähle ich dann aus. Und jetzt verbinden sich Gerät und die App. Ich sage ja, bitte koppeln. Und du bist verbunden und kannst im Endeffekt mit deinem Beeline loslegen.